Du möchtest ein Produkt Finder Funnel erstellen. Das finde ich super. Deshalb meine Bitte an dich, schau dir dieses Video hier unbedingt noch bis ganz zum Ende an, denn ich würde hier super gerne einmal zeigen, für wen der Produkt Finder Funnel hier wirklich am allerbesten geeignet ist. Dann einmal, wie er ganz konkret aufgebaut ist. Und dann würde ich dir gerne noch die 9 kleinen, aber allerwichtigsten Tipps zeigen, die dazu führen, dass dein Produkt Finder gleich beim allerersten Mal richtig erfolgreich wird. Und am Ende würde ich dir einfach noch zeigen, wie wir von Perspective dich darüber hinaus auch noch unterstützen können, dein Produkt Finder Funnel dann einfach in Zukunft noch weiter zu optimieren und immer weiter zu verbessern. Okay? Dann lass uns starten. Also, für wen ist der Produkt Finder Funnel hier am allerbesten geeignet? Er ist für dich geeignet, wenn du verschiedene Produkte oder Dienstleistungen oder Angebote in deinem Sortiment hast und deiner Zielgruppe einfach helfen möchtest, die für sie richtige Entscheidung zu treffen. Außerdem hast du mit dem Produkt Finder Funnel einfach einen richtig, ja, einen schönen Aufhänger, um deine Zielgruppe nicht direkt auf das Angebot leiten zu müssen, sondern sie, ja, interessant durch den Funnel leiten zu können und sie auf spielerische Art und Weise quasi auf das Angebot zu leiten. Ich zeige dir mal, wie das Ganze hier aussieht, nämlich wenn wir uns hier einfach mal die Übersicht vom Produkt Finder Funnel ansehen. Und zwar, wie ist der Produkt Finder Funnel aufgebaut? Wir haben vorne einmal die Werbeanzeige bzw. unsere Besucherquelle. Dann haben wir die erste Seite vom Funnel. Hier oben mit unserem Wertversprechen, warum die Person sich durch den Funnel durchklicken soll und dann hier unten gegebenenfalls noch weitere Informationen. Dann haben wir typischerweise 3 bis 5 Fragen, die wir unserem Nutzer stellen. Dann haben wir die E-Mail-Eintrageseite und dann haben wir hinten jeweils ja, eine personalisierte Danke-Seite. Und wenn wir jetzt einmal zu unseren 9 kleinen Tipps kommen, die du beachten darfst, wenn du den Produkt von der Funnel gleich richtig bauen möchtest, dann fangen wir hier direkt einmal mit Nummer 1 an, und zwar dem Wertversprechen. Hier ist das Wertversprechen zum Beispiel folgendes: dein Live-Check, um herauszufinden, welcher Smoothie zu dir passt. Und da weiß ich einfach ganz genau, hey, ich möchte jetzt diesen Live-Check machen, beziehungsweise herausfinden, welcher Smoothie zu mir passt, und genau deshalb klicke ich mich jetzt hier durch den Funnel. Also achte darauf, dass das ganz klar hier für deine User ersichtlich ist, warum sie sich hier durch den Funnel klicken sollen. Dann Nummer 2, wie wählst du eigentlich hier deine Fragen aus? Klar, diese Fragen sollten natürlich irgendwie in Bezug sein zu dem, dass deine Zielgruppe dann das richtige Produkt für sie findet. Aber was du hier auch bedenken darfst, ist, dadurch, dass deine Zielgruppe hier verschiedenste Dinge anklickt, kannst du auch noch etwas über deine Zielgruppe lernen und herausfinden. Heißt, wenn du bestimmte Dinge hast, die du herausfinden möchtest über deine Zielgruppe, dann kannst du auch solche Fragen hier stellen und dann hier abfragen und dann in deinem weiteren Marketing dafür benutzen. Kommen wir zum weiteren Punkt, und zwar der ersten Frage hier. Denn es ist ganz wichtig, dass die erste Frage, und nicht nur die erste Frage, im Prinzip alle Fragen, aber bei der ersten Frage ist es am allerwichtigsten, dass es eine super, super einfache Einstiegsfrage ist. Zum Beispiel hier: Was ist dir bei Smoothies wichtiger? Geschmack oder Inhaltsstoffe? Da muss ich nicht lange überlegen, da kann ich halt direkt antworten. Auch bei den anderen Fragen, da siehst du hier zum Beispiel, wie fühlst du dich jetzt gerade? Da muss ich nicht lange überlegen, das ist keine Fachidiotenfrage, da habe ich direkt eine Antwort im Kopf und kann direkt klicken. Das ist auch hier wichtig, damit du wirklich deinen Nutzer auf schnellstem Wege hier vorne bis hier hinten auf die E-Mail-Eintragungsseite bekommen und dann hier auf die Danke-Seite. Genau, dann als nächstes haben wir es ganz bewusst so gebaut, dass wir hier keine komplexen Logiken erstellen können. Das ist aber mit einem guten Grund so. Und zwar, es gibt immer eine Seite, wo du das Ergebnis hier mit der Danke-Seite verknüpfen kannst. Ich zeige dir das hier einmal zum Beispiel direkt im Editor drin. Wenn du hier deine Funnel-Seite hast, welchen Geschmack magst du am liebsten, dann kannst du zum Beispiel diese Seite hier, kannst du dann hier unten mit deinem entsprechenden Ergebnis verknüpfen. Und wir haben das bewusst so ausgewählt, dass es hier nur eine Frage ist, die du hier hinten dann mit deinem Ergebnis verknüpfen kannst. Denn unser Ziel bei diesen Funnels ist immer noch, dass wir hier einfach eine hohe Eintragungsrate auf der E-Mail-Eintragungsseite haben. Und hierfür ist es erfahrungsgemäß
Ja, hierfür reicht es erfahrungsgemäß, wenn wir hier einfach ein paar Fragen haben. Und für das personalisierte Ergebnis reicht es einfach, wenn wir hier vorne uns an einer Frage orientieren. Deswegen, es geht hier überhaupt nicht um die Komplexität deiner Funnels, sondern es geht hier um die Effizienz. Und deswegen hast du hier einfach eine Frage, wo du deine Personalisierung hinten auswählst. Dann auf der ersten Seite, was hier auch ganz oft ja, missachtet wird, ist, dass es ganz wichtig ist, dass deine ersten Antwortboxen hier, dass man hierfür nicht scrollen muss. Man könnte zum Beispiel auf die Idee kommen, hier unter dieser Überschrift dein Live-Check, um herauszufinden, welches Smoothie zu dir passt, hier noch ein Bild einzufügen, und so dass diese Antwortboxen hier weiter runterrutschen. Nur das könnte dazu führen, dass deine Nutzer auf dem Smartphone erstmal runterscrollen müssen, bevor sie quasi klicken können, um auf die zweite Funnel-Seite zu kommen. Das vermindert erfahrungsgemäß immer die Quote von den Leuten, die sich hier durchklicken. Deswegen probier, dass du die beiden Kacheln hier immer quasi oben hast und dass du weitere Informationen dann hier einfach drunter platzierst. Genau. Dann als nächstes kommen wir hier hinten zu der E-Mail-Eintragungsseite. Was hier vorteilhaft wäre, ist, wenn du den Leuten im Prinzip hier oben in der Formulierung nochmal einen Grund gibst, warum sie sich jetzt hier eintragen sollen. Zum Beispiel hier ist zumindest nochmal gesagt, dass ich nach diesem Schritt mein Ergebnis erhalte. Deswegen weiß ich, warum ich hier meine Daten eintragen soll. Zum Beispiel hättest du hier auch schreiben können, um dein Live-Check-Ergebnis zu erhalten, trage jetzt bitte deine E-Mail-Adresse ein. Dann weiß ich, warum ich hier meine Daten eintragen soll. Öfter sehe ich hier einfach sowas wie, dass hier steht, trage jetzt hier deine Daten ein. Das Ding ist, niemand möchte gerne einfach irgendwo seine Daten eintragen. Aber wenn wir noch einmal lesen, wofür das Ganze ist, dann machen wir das viel, viel lieber. Genau. Wenn wir hier schon auf der E-Mail-Eintragungsseite sind, dann hier noch einen Tipp dazu, drittletzte Tipp. Probier hier wirklich so wenig Felder wie möglich und so viele Felder wie nötig zu benutzen. Heißt, wenn du hier zum Beispiel nicht mehr als die E-Mail-Adresse, vielleicht noch den Vornamen oder den vollen Namen brauchst, dann würde ich dir empfehlen, auch wirklich nicht mehr Daten abzufragen. Deshalb so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Dann vorletzter Tipp. Ich würde dir immer raten, hier entweder zwei oder vier Kacheln im Produktfinder-Funnel zu verwenden. Drei sieht immer so ein bisschen unrund aus und bei mehr als vier muss dein User dann hier auf dem Smartphone auch schon wieder scrollen, um die weiteren Boxen hier zu sehen. Deswegen, ich würde dir empfehlen, immer zwei oder vier zu verwenden. Und der allerletzte Tipp. Du wirst sehen, du hast in der Software auch die Möglichkeit, hier sogenannte Freitextfelder zu verwenden. Zum Beispiel bei so einer Umfrage würde das Sinn machen, wo dein Nutzer hier noch eine eigene Antwort eintragen kann. Ich würde dir beim Produktfinder Funnel tatsächlich dazu raten, immer diese Kacheln hier zu verwenden, denn beim Produktfinder Funnel geht es wirklich darum, dass wir hier eine hohe Conversion Rate auf der E-Mail-Eintragung haben. Oder falls du diese E-Mail gar nicht abfragen möchtest und sie direkt hier auf die Danke-Seite individualisiert leiten möchtest, dann möchtest du möglichst viele Leute hier auf der Danke-Seite haben. Und wenn die Leute hier am Smartphone sich erstmal überlegen müssen, was sie da reinschreiben und wenn sie da dann an ihrem Smartphone mit der kleinen Tastatur tippen müssen, da springen dann einfach erfahrungsgemäß viele Leute ab. Genau. Das zu den Tipps, die du beim Produktfinder Funnel einfach beachten darfst. Für dich jetzt als nächsten Schritt, wenn du dann deinen ersten Produktfinder Funnel erstellt hast, dann poste ihn super gerne hier mal in unsere Facebook-Gruppe, denn hier siehst du auch ganz viele Funnels von anderen Leuten, die hier jeden Tag posten. Hier gibt es super viel Feedback, nicht nur vom Perspective-Team, sondern auch noch von ganz vielen anderen Unternehmern. Super Sache, komm da unbedingt rein, falls du da noch nicht drin bist. Und falls du es nicht eh auch schon gemacht hast, kann ich dir nur noch ans Herz legen, hier zumindest einmal dabei gewesen zu sein bei unserem wöchentlichen Live-Training, denn da steigen wir in das ganze Thema Funnels einfach nochmal tiefer ein und wir schauen, dass wirklich jeder ganz genau weiß, wie er da seinen Funnel baut. Wir geben da jedem nochmal individuelle Tipps, deswegen komm da auf jeden Fall einmal rein, falls du da nicht eh schon drin warst. Also, das war's jetzt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Bauen von deinem Produktfinder-Funnel und dann sehen wir uns bald. Mach's gut, bis dahin, ciao, ciao.